Damen und Herren, wir werden zeigen, dass die parlamentarische Kontrolle sehr viel besser ist als die Kontrolle durch den einzelnen Bürger. Und zweitens werden wir zeigen, dass das Vertrauen der Bürger in den Staat massiv beeinträchtigt wird, dadurch, dass dieser treue Schwur, den der Mitarbeiter dem Staat gegeben hat, dass der verletzt wird. Eine Sache, bevor ich mit meinen Punkten anfange, noch zur ersten Regierung. Die Opposition hat ja schon gesagt, dass der Schaden sehr, sehr schwer zu messen ist. Noch ein Punkt dazu. Gerade dann ist es so, wenn dieser Schaden gerade dadurch besteht, dass das Ansehen dieses Landes in der Welt massiv beeinträchtigt wird. Dieser Schaden kann natürlich tatsächlich überhaupt nicht quantifiziert werden. Und das nur zur Ergänzung. Ich beginne mit der parlamentarischen Kontrolle. Andere Punkte der Gegenseite sind mit dabei. Die Sache ist doch, dass wir in einem liberalen Staat im Prinzip Werte gegeneinander abwägen müssen. Und da sagt zuerst mal die erste Regierung, ja, wir wollen im Prinzip immer diese Freiheit haben, das sind die Werte, für die wir stehen. Und da sagen wir, das kann zuerst einmal jede Gesellschaft für sich entscheiden. Da gibt es Nationen, die eben sagen, die Sicherheit ist mir wichtiger oder in dieser Situation. Das heißt, man muss da abwägen und dann würde jeder irgendwelche Sachen sehen, wo man sagt, wir müssen auch als Staat irgendwie Verbrechen bekämpfen. Das heißt, wir müssen irgendwie, um diesen Verbrechen zu bekämpfen, finden wir es gut, dass klar gemacht wird, was tatsächlich gemacht wird, der Rahmen sozusagen der Überwachung innerhalb des Staates oder auch nach außen hin, dass der klar ist. Es ist aber wichtig, dass die konkrete Ausführung geheim bleibt. Was genau wird überwacht? Wo sind wir tatsächlich? Das ist wichtig, damit der Verbrecher nicht genau weiß, was gemacht wird und nicht vorgewarnt wird und genau das weiß. Das hat ja im Prinzip auch schon die Opposition angefangen. Jetzt wissen wir also, jetzt sagt hier die Regierung, dass das Problem ist, dass hier die Kontrollinstanz der Bürger nicht mehr wirken kann, weil tatsächlich ja die konkrete Ausführung geheim ist. Und das sagen wir, das stimmt zuerst mal, aber da kann man etwas dagegen machen, was es zum Beispiel in Deutschland gibt, dass es auch in anderen Ländern geben könnte, und das ist eben diese Kontrollinstanz des Parlaments, dass es Abgeordnete gibt, die wir mit für unseren Werten, die sie vertreten, da hineinwählen und die dann genau das überprüfen, ob die Gesetzgebung, die gemacht wurde, der Rahmen der Überwachung, hier Freiheit und Sicherheit gegeneinander austariert, dass der auch eingehalten wird. Und genau dorthin kann auch ein Geheimdienstmitarbeiter gehen, wenn das nicht der Fall ist. Das heißt, wir können uns als Staat sicher sein, dass das auch tatsächlich, als Bürger können wir sicher sein, dass es auch tatsächlich eingehalten wird. Und wenn jetzt hier, vor allem die Regierung sagt, hier die Werte dieser Bürger in diesem Land sind geschädigt, dann sagen wir, das ist eine komplette Fehlanalyse, weil die USA das ja tatsächlich so will. Die Bürger dort, die sagen ja tatsächlich, wir wollen hier mehr Sicherheit haben, es gibt diese Gesetzgebung und wenn tatsächlich einmal sich darüber hinweggesetzt wird, dann kann man das durch eine parlamentarische Kontrolle regeln. Und deswegen, das hier auch noch zur schließenden Regierung, die sagt, manchmal unterstützt das ja die Regierung gerade, aber für eine parlamentarische Kontrolle müssen tatsächlich Abgeordnete aller Fraktionen das unterstützen, weil dort auch tatsächlich alle Fraktionen drinstehen und hier berichtet werden muss an diese, die können Berichte lesen und andere Personen können auf die Parlamentarier zugehen. Nein, danke. Wie sieht es jetzt mit der Kontrolle durch den Mitarbeiter aus, was hier gesagt wird? Da sagen wir, gibt es zwei Probleme. Zum einen ist überhaupt nicht klar, dass die gleichen Werte vertritt wie die Gesellschaft. Wenn der zum Beispiel sagt, mir ist Freiheit ganz, ganz wichtig und die bürgerlichen Rechte, die euch anscheinend auch so wichtig sind, und sagt, das sollen alle wissen. Aber sehr viele andere Menschen, die mehr in diesem Staat, sagen mir, ist es wichtiger, dass hier ein paar weniger Terroranschläge entstehen. Und auf der anderen Seite bin ich bereit, dafür in Kauf zu nehmen, dass ich mehr überwacht werde. Das heißt, dann verrät er das diesen Leuten, macht das im Prinzip kaputt, macht diesen Sicherheitsaspekt kaputt. Und diese Einzelperson wird das jetzt auf einmal zugemutet und sie kann entscheiden. Vor allem glauben wir aber noch eine zweite Sache. Und das ist der Heldenstatus, der dadurch entsteht. Wir glauben nämlich, dass wir alle tatsächlich Snowden lieben. Das ist hier ein Held für uns. Und dieser Mythos, der um diese Person entsteht, dieses persönliche Interesse, was dazu kommt, das führt dazu, dass diese Interessensabwägung, sei es jetzt im Inland oder sei es im Ausland, überhaupt nicht funktioniert, weil nämlich hier ich, vielleicht sind es auch nur ein paar, die mich danach auf einmal anbeten, weil ich jetzt hier der Kleine, der gegen den großen Staat vorgegangen ist. Das ist ja hier das Deskriptiv, was hier tatsächlich, das Narrativ, was hier geschrieben wird. Verloren. Und das, glauben wir, führt dazu, dass die persönlichen Interessen eine Rolle spielen. Ja. Du räumst im Prinzip doch selbst ein, dass die Weltbevölkerung extrem davon profitiert, dass wir uns diesen Diskurs gestellt haben. Ich frage dich, was wäre die Alternative aus Perspektive von Edward Snowden gewesen, diesen Diskurs
führen zu lassen, wenn er doch befürchten musste, dass der Dienstweg in den USA blockiert würde, weil die USA natürlich einen internen Schaden davon hätten. So, jetzt kommen wir noch zu diesem Punkt, dass auf einmal jetzt andere davon profitieren sollen, dadurch, dass das ist. Wir sagen erstens, dass der Antrag ist davon überhaupt nicht gedeckt, weil die Bestrafung danach geht, wie der Schaden für das eigene Land da ist. Das heißt, Edward Snowden, wenn jetzt auf einmal das Ansehen irgendwie in der Welt der USA schlecht wird, würde immer noch sehr hart bestraft werden von euch. Das heißt, das ist durch den Antrag überhaupt nicht abgedeckt. Zweitens sagen wir, auch diese Person ist nicht demokratisch legitimiert, auch diese Person kann sozusagen etwas verraten, das für die Weltöffentlichkeit auch schlecht ist. Er kann nicht auf einmal die Interessen aller Leute abdecken. Und es gibt tatsächlich Interessen, dass es manchmal gut ist, etwas nicht zu verraten, auch für die Weltöffentlichkeit. Und das kann eine Einzelperson sehr schlecht entscheiden. Vor allem, weil wir einen anderen Mechanismus haben, nämlich, dass liberale westliche Staaten untereinander agieren und zusammenarbeiten und dann natürlich diese Daten auch weitergeben und sich sagen, was los ist. Sie sagen, das kann funktionieren, aber es muss nicht direkt jeder wissen. Und das nur zu diesem Punkt. Ich komme zum Vertrauen. Wir sagen, es ist ganz wichtig, dass Bürger Vertrauen haben, und zwar in den Staat. Und dieses Vertrauen geben sie in den Staat, und der gibt das weiter an seine Staatsbedienstete, die das erfüllen müssen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Beamten, die schon eine Treueschwur leisten müssen, die tatsächlich die sich an den Staat halten sollen. Und bei Geheimdienstmitarbeitern ist es noch sehr viel weitergehend, dass wir sagen, da gibt es tatsächlich diesen Treueschwur, dass man sagt, wir halten uns an den Staat, wir halten uns daran, was die Bürger wollen. Das wird sogar sozusagen umgesetzt und das wird dann tatsächlich gemacht. Und das, glauben wir, wird hier massiv erschüttert, gerade weil doch die Regierung hier jetzt ganz unterschiedliche Strafen einfordert. Wir sagen, dafür ist wichtig, dass es gleich bestraft wird, dass hier Verlässlichkeit da ist, dass ich mir sicher bin, wenn einer etwas verrät, dann wird er auch dafür angeklagt. Das heißt, hier, wenn es da einen langen Prozess gibt, das Ende ist ungewiss, dann können wir hier tatsächlich, dann können wir hier dieses Vertrauen in die Gesellschaft verlieren. Das heißt, dieses treue Verhältnis, dieser treue Schwur, wenn der gebrochen wird, den erachten wir hier wichtiger als irgendwelche Werte, die in anderen Ländern auf einmal aufgedeckt werden. Gerade weil es dazu führt, dass die Werte der eigenen Bevölkerung im eigenen Land stärker umgesetzt werden können. Das ist uns ganz, ganz wichtig, und deswegen glauben wir, dass die Werte, wenn es darum geht, in anderen Ländern etwas Gutes zu bewirken, dann müssen wir andere Mechanismen eingreifen, und dann können wir es auch nicht in diese einzelne Person hineinbringen. Deswegen insgesamt ganz klar gegen den Antrag.